Lasst mich kurz über die einmalige Gillian Lynn sprechen. Auf die Frage, wie sie Tänzerin geworden ist, hat sie mal geantwortet, dass sie ein hoffnungsloser Fall gewesen sei und die Schule ihrer Eltern kontaktieren musste. Gillian hat eine Lernstörung, die zappelt, die kann sich nicht konzentrieren, die ist anstrengend und die nervt im Unterricht. Heute wäre es leichter. Man würde jetzt einfach sagen, dass sie ADHS hätte. Würdest du nicht? Das war allerdings vor über 80 Jahren, in den 30er Jahren, und ADHS war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden worden, beziehungsweise man konnte es noch nicht diagnostizieren. Zumindest wussten die Leute nicht, dass man das haben kann. Und als Gillian Lynn dann mit ihrer Mama beim Arzt war, war das dramatisch. Die hat gezappelt, ja, 20 Minuten mit den Händen, so auf, mit dem Popo auf den Händen hin und her gewackelt. Und während ihre Mama mit dem Therapeut all ihre Schwächen besprochen hat, in aller Ausführlichkeit, was natürlich sehr unangenehm ist. Und als die qualvollen 20 Minuten rum waren, hat der Arzt das kleine Mädchen gebeten, kurz im Zimmer auf ihn und ihre Mama zu warten, damit sie was unter vier Augen besprechen können. Bitte wart hier mal ganz kurz, wir sind gleich wieder da. Und bevor die gemeinsam das Behandlungszimmer verlassen haben, hat er noch kurz das Radio angeschaltet. Und noch im Rausgehen hat er zu ihrer Mama gesagt, schauen Sie da einfach mal hin. Schauen Sie Ihre Tochter an. Und von diesem Moment, wo die alleine war, hat die das Tanzen angefangen. Er hat zur Musik getanzt und zwar wunderschön. Beide haben ihr ein paar Minuten Zeit gegeben, ihr zugeschaut und der Arzt hat gesagt, ihr Mädchen ist nicht krank. Das ist eine Tänzerin. Gehen Sie mit Ihrer Tochter zur Tanzschule. Und dort ist sie auf andere Kinder getroffen, die sich die Bewegung brauchen, um sich besser nachdenken zu können. Und bis zu ihrem Tod war Gillian Lynn verantwortlich für die erfolgreichsten Musicals der Geschichte, Cats und Phantom of the Opera. Sie hat Millionen von Menschen im Herz getroffen, inspiriert und nebenbei war sie eine ganz bescheidene Millionärin. Stell dir vor, der Arzt hätte ihr ein starkes Psychopharmakon verordnet und ihr geraten, sich zu beruhigen.